Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Heute spreche ich über meinen Uni-Alltag und über ein Update aus meinem Studium und aus meinem Leben hier in Sofia. Viele von euch haben mich gefragt, wie es denn bei mir gerade mit dem Studium läuft, ob ich das Studium schaffe, ob die Klausuren nicht zu schwer sind, ob die Herausforderung nicht zu groß ist und so weiter. Und deswegen wollte ich einfach mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben, anstatt dass ich immer nur Content biete, der euch irgendwie hilft. Konkret möchte ich jetzt mal wieder über mich sprechen, denn das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen auf meinem Kanal. Nun ja, es ist so, ich habe ja bereits am Anfang des Semesters ein Video gemacht, ich glaube im Februar, wo ich darüber gesprochen habe, welche Studienfächer ich habe und welche neuen Dinge auf mich zukommen. Ich habe aber nicht genau erklärt, was ich so mache. Also in diesem Semester, im vierten Jahr, also im achten Semester und im siebten Semester, da geht es hauptsächlich darum, dass man Patienten behandelt und wirklich auch Erfahrung bekommt und Routine in bestimmten Behandlungen. Zum Beispiel mussten wir lernen, wie man Brücken baut, wie man eine Brücke entfernt, wie man eine temporäre Brücke herstellt für den Patienten, bis er die endgültige Brücke eingesetzt bekommt. In Conservative, also in konservierender Zahnmedizin, haben wir wirklich Routine bekommen in der Wurzelkanalbehandlung. Wir haben Wurzelstiftaufbau gelernt. Ich habe, glaube ich, dieses Semester 4 gemacht. Wurzelkanalbehandlung habe ich, glaube ich, 6 gemacht. Dann eben auch Füllungen. Es ist so, dass man eben ein Punktesystem hat und bis zum fünften Jahr muss man eine bestimmte Anzahl an Punkten schaffen in jedem klinischen zahnmedizinischen Fach. Zum Beispiel in konservierender Zahnmedizin muss man pro Semester, also ab dem vierten Jahr, ab dem siebten Semester, muss man 30 Punkte erreichen. Eine Füllung gibt pro Oberfläche, also pro Zahnoberfläche, einen Punkt. Ein Wurzelkanal, eine Wurzelkanalbehandlung, eine abgeschlossene, sei es eine Revision von der Wurzelkanalbehandlung oder eben eine ganz normale Wurzelkanalbehandlung. Also Revision heißt eine Wiederaufbereitung des Kanals, also der zum Beispiel schlecht gefüllt wurde oder wo es Komplikationen gab, der wieder aufbereitet werden muss. Das gibt 3 Punkte pro Kanal. Wenn man jetzt zum Beispiel einen 6er oder 7er hat und der hat 3 Kanäle, dann ist es entsprechend viel Arbeit, aber man hat dann halt schon gleich 9 Punkte. Dann bekommt man pro Wurzelstiftaufbau nochmal 5 Punkte. Für die Restauration, die dann noch folgt, bekommt man keine extra Punkte. Man muss eben immer auf 30 kommen. Das beinhaltet, dass wenn ein Patient mal nicht kommt, das wirklich schon auch ein kleines Problem sein kann, dass man dann versuchen muss, die Stunde zu ersetzen. Und das ist schon eine Herausforderung, muss ich wirklich sagen, denn man ist wirklich abhängig auch vom Patienten. Man muss wirklich versuchen, Patienten, die zuverlässig sind, herauszusuchen und denen wirklich auch genau klar zu machen, hey, es ist sehr wichtig, dass du deinen Termin wahrnimmst. Genau das Gleiche gibt es in Deutschland auch das Problem, nur da ist es so, dass man halt wesentlich weniger behandelt. Also ich glaube, viele Unis haben das so geregelt, dass man 14 Wurzelkanalbehandlungen bis zum Abschluss schaffen muss. Und bei uns ist es so, also 14 Wurzelkanalbehandlungen habe ich in einem Jahr gemacht. Also ich mache mindestens 3-mal so viel, glaube ich, insgesamt hier im Studium. Ihr seht also, wir bekommen hier viel mehr wirklich handwerklich beigebracht. Also unsere Techniken lernen wir wirklich zu routinieren, zu perfektionieren, wirklich das gut. Also wir lernen es schon wirklich richtig schnell zu machen, dann auch in einer guten Qualität. Und das Coole ist halt, dass wir wirklich total engen Kontakt haben mit unseren Professoren und die bei jedem Behandlungsschritt wirklich auch kommen. Es läuft so ab, dass wir, ich glaube, bei uns, wir sind 6 Leute, also wir haben 6 Behandlungsstühle, die voll sind. Manchmal ist es auch, dass mal einer zu einem in den Termin schiebt und wir sind nur 5, aber in der Regel sind wir 6. Und wir haben eine Professorin und die geht dann immer durch die Kabinetts durch. Und bei jedem wichtigen Schritt, also zum Beispiel, bei jedem wichtigen Behandlungsschritt, sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht viel, da kommt die Professorin vorbei, checkt das ab, misst zum Beispiel dann bei der Wurzelkernbehandlung auch nochmal nach durchaus, wenn sie sich nicht sicher ist, oder schaut einfach, überprüft das Ganze, ob das alles korrekt abläuft, gibt auch eventuell Tipps, aber man arbeitet schon sehr viel selbstständig. Aber das ist jetzt halt nur in Fällen, in denen man irgendwie was noch nicht kann, irgendwas nicht richtig gemacht hat oder sich unsicher ist, dass sie dann halt was sagt. Aber normalerweise checkt sie halt ganz kurz, wenn sie weiß, okay, der Student kann das und das schon sehr gut, dann lässt sie einen auch komplett weitestgehend selbstständig arbeiten. Ja? Die wichtigsten Sachen werden halt immer gecheckt. Zum Beispiel werden alle Röntgenbilder immer vom Professor gecheckt. Alle ganz wichtigen Punkte werden immer gecheckt. Und so
baut man dann halt ja, mit der Zeit eine Routine, eine gewisse Erfahrung auf und bekommt das einfach Stück für Stück beigebracht. Es ist wirklich ganz anders als in einem rein theoretischen Fach, zum Beispiel in meinem Jurastudium, weil man wirklich an die Hand genommen wird und wirklich eine Fähigkeit ganz konkret beigebracht bekommt, die man halt dann in der Berufswelt ganz konkret auch anwenden kann. Das ist wirklich das Tolle am Zahnmedizinstudium, dass ihr halt wirklich was ganz Handfestes lernt und nach dem Abschluss nicht nur ein schönes Dokument in euren Händen haltet, sondern ihr auch ganz konkret wisst, was ihr könnt, was ihr vielleicht noch nicht könnt und ja, womit ihr aber auf jeden Fall auch schon ja, arbeiten könnt und womit ihr einen Beruf habt, der ja, mit dem ihr immer euer Leben bestreiten könnt. Und das ist wirklich, wirklich meiner Meinung nach auch nur fair, wenn man so lange und so viel Zeit in ein Studium investiert. Und da sehe ich auch wirklich Probleme bei anderen Studiengängen, wo das nicht der Fall ist, wo man teilweise auch viel Zeit investiert, viel Blut, Schweiß und Tränen investiert quasi und dann aber am Ende überhaupt nichts Handfestes hat oder auch nicht wirklich eine echte Fähigkeit gelernt hat, sondern vielleicht auch nur eine akademische Bildung bekommen hat, die aber nicht konkret hilft dabei, Probleme zu lösen und anderen Menschen Probleme zu lösen und eben dadurch auch sich einen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ja, jetzt bin ich schon wieder ein kleines bisschen abgeschweift, worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist ja konkret mein Studium. Bei mir sieht es so aus, genau, also man muss eben diese Punkte immer schaffen, das ist so die Herausforderung. Man muss sich auch wirklich das Ganze immer gut organisieren. Es braucht auch wirklich Zeit, sich die Patienten immer zu organisieren. Aber das Coole ist halt, wenn ihr am Ende des Semesters oder ja, teilweise auch schon viel früher natürlich, aber jetzt am Ende, ich hatte halt eine Patientin, bei der ich sehr viel gemacht habe und am Ende habe ich das abgeschlossen. Und das ist einfach mega das coole Gefühl. Ich habe auch ganz viele kleine Geschenkchen bekommen, hier und da mal eine Schokolade. Was natürlich auch irgendwie so eine nette Aufmerksamkeit ist, viele Umarmungen und die Leute sind halt wahnsinnig dankbar, weil das Ganze bei uns ja fast umsonst ist. Also ich glaube, ja, es kostet halt zum Beispiel ein Röntgenbild kostet halt ein Level 20, ja, und eine Extraktion, also wenn wir einen Zahn ziehen, das kostet 2,50 Euro. Also es sind halt so kleine symbolische Beiträge, die nicht mal die, ja, die Instrumentenkosten ja, begleichen. Aber es ist einfach so ein Symbol, weil die Patienten dann halt auch zuverlässiger sind und wenn sie bezahlt haben, ist die Wahrscheinlichkeit halt auch eben höher, dass sie dann auch wirklich kommen. Genau, es ist einfach ein tolles Gefühl am Ende, auch wenn es viel Stress ist, mit dem Patienten zu reden, weil man hilft halt schon während dem Studium wirklich Leuten weiter, hilft ihnen, ihre gesundheitlichen Probleme zu lösen. Selbst wenn wir vielleicht noch nicht in so vielen Gebieten uns wirklich auskennen, so sind es mittlerweile, werden es immer mehr. Man merkt, man kann immer mehr und es ist einfach ein tolles Gefühl. Nächste Woche ist die letzte Uniwoche. Da geht es darum, alle Unterschriften zu bekommen, die ganzen Fälle auch dokumentiert abzugeben und dafür ebenfalls die Unterschriften zu bekommen. Für alles, wo man Übungen hatte, Vorlesungen und eben wo man Fälle hatte, Patienten behandelt hat, all das muss eben ordentlich dokumentiert werden, auch teilweise mit Röntgenbildern, die man eben dann dran tackern muss an die entsprechenden Seiten. Es gibt für jedes Fach ein richtiges Heft, wo alles dokumentiert wird, damit man eben dann nachweislich auch seine Fälle präsentieren kann. Und wenn man eben alle Aufgaben gemeistert hat, dann bekommt man eine finale Unterschrift und das Semester ist abgestempelt und damit kann man dann in die Klausurenphase eintreten. Wir schreiben 5 Klausuren dieses Semester und die meisten im medizinischen, also humanmedizinischen Bereich. Dieses Semester ist wirklich eher auf das Praktische ausgelegt, genauso wie das gesamte Jahr. Und nächstes Semester schreibt man dann wieder eine ganze Fülle an, ja, an konkret zahnmedizinischen Fächern. So, ich hoffe, ihr habt einen Überblick bekommen. Was ich natürlich auch noch sagen muss, ist, nach der Prüfungsphase, die ungefähr einen Monat geht, sind Ferien. Und ja, die werde ich auf jeden Fall in vollen Zügen genießen, ein Praktikum machen und dann geht es wieder weiter in Mitte September mit dem nächsten Semester.